Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir kommen. Nein! Hallo? Kann ich bitte. Wieso? Ich. Okay, irgendwas. Warum ziehen die das immer wieder hoch? Wir sind's doch. Was ist denn hier los? Ausguck. Achtung, Soldat. Gegner lauern auf. Ah. Oh, ja, ist toll und es ruckelt. Welche Gegner denn? Ja, gut. Dann nehmen wir den regulären Weg. Wenn das so nicht geht und wir mit dem Beiboot nicht hoch dürfen, dann nehmen wir den anderen Weg und gehen einfach so rein. So. Kann ich bitte jetzt hier rein? Dankeschön. Wir waren ja in der Corvega-Fabrik und haben ja einmal für den Tüfteltom die Mila aufgestellt, diese Wetterstation oder Überwachungsstation oder was immer es gewesen ist, und haben dieses Ersatzteil geholt. Danke, Nase. Das habe ich jetzt gebraucht. Huch, was? Hast du Auseinandersetzung mit deiner Nase oder was? Warnung, Wartung überfällig. Ja. Ja, wir haben es schon mitgekriegt und wir müssen ganz nach oben. Okay. Und das laggt hier gerade so fürchterlich. Nee, ganz nach oben müssen wir gar nicht. Wir müssen nur einen weiter nach oben, alles klar. Und das sollen wir dann genau beim Kapitän. Deswegen durften wir in die Kapitänskajüte, richtig? Es ist eine Ehre auf einem. Ja, die Turbopumpe war es, richtig. Dies ist eine teilweise zerlegte Turbopumpe. Wenn sie funktionstüchtig ist, kann sie extrem starke Triebwerke mit Treibstoff versorgen. Die FLL3 Turbopumpen-Kugellager installiert. Du setzt die Kugellager vorsichtig in die Treibstoffkammer ein und baust dann den Rest der Pumpe wieder zusammen. Danach installierst du die funktionstüchtige Turbopumpe. Ein Schiff zu dienen. Okay, gut, dann können wir jetzt zu Ironsides zurück nach oben. Und dann haben wir es vielleicht auch endlich erledigt. Ich hoffe, dass es jetzt kein Fehler gewesen ist, aber es kam mir nicht wie ein Fehler vor. Also sonst hätte ich es ja gar nicht erst gemacht, diese ganze Quest hier. Ich und anderen Siedler. Wenn es jetzt Siedler, was heißt normal? Siehst du, da geht schon wieder los. Ich unterscheide schon wieder. Wenn es jetzt Siedler gewesen wären, hätte ich ihnen auch geholfen. Und die hätten mich auch reinlegen können. Wenn man solche Verteidigungsanlagen baut, dann aus einem verdammt guten Grund. Die können. Oh, das da? Das ist die USS Constitution. Ach was? So, Ironsides. Weniger Energie am Steuerbord, Bug. Sie läuft schön ruhig, Mr. Navigator. Wenn uns das Glück heut ist, legen wir ab. Unser Gegner hat die Fahnen gestrichen. Verlasst dieses Schiff und kehrt nie mehr zurück. Habe ich jetzt mit ihm geredet? Was machen die? Was ist denn jetzt schon wieder? Kann ich nochmal die Kanonen? Entschuldigung, aber das ist irgendwie, das ist cool. Oh, es laggt gerade fürchterlich. Und zack, das war's. Das mit den kritischen Treffern hätte ich das mal früher für mich entdeckt. Nein, das ist der Ausguck. Das war's, ne? Sieht gut aus, würde ich mal sagen. Das war's jetzt? Weniger Energie am Steuerbord, Bug. Sie läuft schön ruhig. Mr. Navigator, wenn uns... Ja, das wiederholt er alles. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe jetzt irgendwie nicht so ganz, was hier los ist. Kehre zu Ironsides zurück. Ich habe alles repariert. Ich habe alles gemacht. Jetzt muss ich die Turbo... Habe ich doch gemacht. Das Glück heute ist, legen wir ab. Dank unserer Helden. Sie haben sich einen doppelten Anteil verdient, Madam. Gut gemacht. Ah! Oh, warte mal, Segel setzen? Segel setzen? Am Tag vor unserer Fahrt sind Geheimnisse nicht länger notwendig.
Wir zünden die beiden NX-42-Raketen und lassen uns von ihnen vor diesem fürchterlich langweiligen Ort wegtragen. Die Constitution wird in den Himmel schießen und sanft im Ozean landen. Dann sind wir endlich wieder die rechtmäßigen Verteidiger des Atlantiks. Das Schiff hochjagen? Das ist ambitioniert. Wie heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber am schlimmsten... Mr. Navigator, prüfen Sie, ob es funktionstüchtig ist. Wir müssen diese Köter bereit machen für weiter... Aber im schlimmsten Fall sterben die ja alle. Bis zum letzten Atemzug. Boah, die kann wohl nicht, Liebes. Komm, wenn sie gleich weg sind, darf ich nochmal? Das ist mal ein netter. Oh, hallo? Jawohl, war kritisch, sehr schön. Das war sehr kritisch. Da waren meine Punkte weg. Echt? Dann los. Die wären alle schon tot. Ah, ich liebe es. Blinkalo, das ist so geil. Schlug. Aber ich mag es total gerne. Meine AP reicht mir, finde ich, aus. Geil. Komm, dann machen wir es so. Ach, die gute alte. Altmodische. Natürlich bist du mutiert. Kämpfen ist sowas von. Ja, ist Retro, ne? Kämpfen. Hast du recht. Jetzt ist er gerade runtergefallen. Können wir nochmal, bitte? Der bringt ihn durcheinander. Ich will gerade anvisieren und dann sind die Kanonen wieder bereit. Das wollte ich gar nicht, aber egal. Geht auch. So, der ist weg. Ich habe keine... Toll. Ja, den zieh ich dir gleich raus. Ich hol gleich eine Pinzette, Deacon, und dann zieh ich dir den später raus. Alles gut. Oh, Mann. So viel Stress hier. So, den haben wir auch. Den haben wir auch. Haben wir hier noch welche? Da auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hallo. Sterben. Mhm, das ist ein ganz toller Trick. Trick, Deacon, zeigt mir den demnächst mal. Joi, oh. Sag mal, wie viel kommen denn da noch? Sie streichen die Segel. Sehr gut, Männer. Ich bin kurz vorm Sterben. Okay, jetzt hauen sie ab. Das war ein legendärer, ne? Den hätte ich vielleicht nicht gehen lassen sollen. Puh. Bevor ich dich getroffen habe, gab es manchmal tagelang kein Massaker. Ja, so wild bin ich jetzt auch nicht auf dem Massaker. Hoi. Haben wir es jetzt endlich? Okay. Haben wir es? Ironsides? Hallo? Redest du mit mir bitte? Kann der jetzt bitte mal mit mir reden? Captain! Oh, Captain, mein Captain! Redet mit mir! Was ist denn jetzt los?
Wenn du es findest, wisch erst das Blut ab. Ja, mach ich. Captain? Ist jetzt heiß gelaufen oder was? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Auf was muss ich jetzt warten? Er hat ein Questzeichen. Ich soll mit ihm reden, oder nicht? Kehrt zu Ironsides zurück. Wieder mal. Speichern. Och, komm schon, im Ernst jetzt. Okay, pass auf. Hätte ich das von außen machen sollen und gar nicht von Deck aus oder sowas? Das kann natürlich auch sein. So, nochmal. Vielleicht redet er jetzt mit mir. Testen wir es mal aus. Ladebildschirm. Oh, das da. Das ist die USS Constitution. Angeblich gegen wen oder was? Die sich wohl schützen. Dicken, das macht's gerade nicht besser, ne? Gott sei Dank wurde der Angriff der Plünderer abgewehrt. Nicht einer dieser Schurken hat Fuß auf unser Deck gesetzt. Bereiten Sie den Start des Schiffs vor. Ja, wirklich durchziehen? Siehst du das jetzt wirklich durch? Bald werden sich die Plünderer erneut gruppieren. Nun heißt es jetzt oder nicht. Hat er nicht Unrecht, stimmt. Wir brauchen Energie vom Hilfsgenerator, um unsere Reise zu starten. Ich fürchte, ich muss Sie ein letztes Mal um etwas bitten. Ja. Ist so gut wie erledigt. Ich bewundere Ihren Schneid. Hier ist Ihre wahrhaftig verdiente Belohnung. Viel Erfolg, Ma'am. Wow, ein Breitseiter. Die Kanone zu mitnehmen. Ja gut, macht vom Schaden her nicht ganz so viel. Ja, nehme ich gerne. Aktivier die Hilfsenergie. Und das war's dann endgültig? Aber er hat nicht Unrecht, ne? Die würden immer wieder kommen, weil die vermuten hier Schätze und hier sind... Also, was ich sagen kann, sind hier keine großen Schätze. Und die sollen die doch einfach bitte in Ruhe lassen, verdammt nochmal. Nur weil es Protektronen sind und keine Ahnung was, heißt das auch nicht, dass die hier nicht einfach rum... Erster Mat. Kampfbereitschaft aufgehoben. Okay. Wir sollen den, Hilfsgenerator in Gang bringen. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir dann hier auch so weit jetzt willkommen sind, dass wir Sachen mitnehmen dürfen. Wie gesagt, nicht, dass die jetzt hier... Nee, ist alles noch klauen. Wahrscheinlich dann eher nicht. Müssen wir auch nicht unbedingt... Also ich habe jetzt hier noch nichts entdeckt, wo ich sagen würde, oh ja, muss ich unbedingt haben. Na, deswegen... Aber es werden natürlich Gerüchte vorherrschen da draußen, ne? Was da für Schätze an Bord dieses Schiffs sind und müssen unbedingt geplündert werden und keine Ahnung was. Alles gut. Alles gut. Gut, der Hilfsgenerator wird mir einmal draußen angezeigt. Ist das richtig? Ich muss mich mal ganz kurz hier ein bisschen distanzieren. Bei aktueller Geschwindigkeit erreichen wir unser Ziel in nicht definierten Stunden. Ja. Hier unten eventuell? Alles gut. Wo soll der denn sein? Ist der draußen? Hier Glockenschläge und alles ist ruhig. Was? Ich gucke erstmal mal in die Quest, bevor ich letztlich mal aktiviere die Hilfsenergie. Ja, die Frage ist, wo soll die Hilfsenergie sein? Ist die wirklich draußen? Die muss doch an Bord dieses Schiffes sein. Boah, was für ein Geruch. Was nützt ihnen denn eine externe Hilfsenergie? Also muss sie doch hier irgendwo sein. Gesehen davon, dass die sehr viel Schrott hier an Bord haben. Aber gut, das könnten sie theoretisch alles aussortieren. Ich höre hier alle möglichen Sachen laufen, aber wo ist denn die Hilfsenergie? Ja, okay. Ja, nö. Das lohnt nicht, hier alle aufzubringen. Ha, wo soll denn die Hilfsenergie sein?
draußen. Jetzt überlagern sich gerade die zwei Sachen. Einmal 19. Was ist denn das andere? Ich glaube, ich muss raus. Ja, so wie es aussieht, muss ich, glaube ich, raus. Wir versuchen es mal. Wenn nicht, dann muss ich eben halt nochmal wieder einen Ladebildschirm. Dann gehen wir eben raus. Fisseliger Ladebildschirm. Na komm schon, du kleines Stück, du lade schneller. Oh, das da, das ist die US-Institution. Angeblich ist die hier aus Steuergründen geparkt. Dicke, das nervt. Okay, pass auf. Die ging gerade runtergefallen. Das ist nicht lustig. Das ist auf dem Schiff. Es ist auf dem fucking Schiff. Es ist auf dem blöden Schiff, ne? Wahrscheinlich ist es sogar auf dem Oberdeck. Kann das sein? Ach komm, Kennings. Oh, hier stinkt's. Ich würde gerne mit dir reden, wenn du möchtest. Ja, ja, wir reden anschließend, Dicken. Ich habe jetzt überhaupt keinen Nerv da drauf. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich den ollen, blöden Hilfsdingsbumsens anschmeiße und die Leiter hochkomme. Warnung, Wartung überfällig. Ja, bei mir auch gleich, wenn das hier so weitergeht. Patrouilliere. So, jetzt bitte nochmal. Wahrscheinlich ist es echt auf dem Oberdeck und ich habe es nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Aber dann wollen die mit dem Ding echt starten? Aber die wollen mit dem Ding praktisch nur mit den Raketen starten und dann wollen sie... Die wollen mit dem Schiff auf dem Wasser fahren? Oh je, Mini. Also ich sehe da schon eine Katastrophe auf die zu kommen. Auf uns dann ja eigentlich nicht mehr, weil wir verlassen ja hoffentlich noch rechtzeitig das Schiff. Oh je. Na gut, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall eine hübsche kleine Zwischenepisode. Mal wieder. Wieder etwas, was einen ablenkt vom eigentlichen Hauptziel. Und ich weiß, wir sind noch so weit davon entfernt, aber Fallout 4 ist kein Spiel, um das linear einfach durchzuspielen. Es ist wie Skyrim. Du rennst und rennst und entdeckst neue Sachen. Das da, das ist die USS Constitution. Angeblich ist, da hatte jemand Sicherheitsprobleme. Ja. So, pass auf, hier vorne hätten wir einmal was. Ihre Dienste für dieses geheiligte Schiff werden nie vergessen. Nee, das ist ja die Schüssel. Verdammt. Wo könnte denn der Antrieb sein? Das ist doch außerhalb, ne? Yeses. Im Ernst jetzt. Oh, das darf ich mitnehmen. Wir können aber auch nicht mit dem Beiboot raus. Den Mob können wir auch mitnehmen, okay. Ach, Mann. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal eben systematisch. Es kann nicht angehen, dass es jetzt daran knappst, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Es ist eine Ehre. Auf hatten da die Pumpe angeschmissen. Ich werde schon wieder rausgeleitet, ne? Das kann doch nicht angehen. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt so, weil mir wird jetzt echt schon fast schwindelig von dem ganzen Kram. Ich suche jetzt das Ding, was wir anschmeißen sollen, den Hilfsgenerator. Also ich sagte, er müsste theoretisch auf dem Schiff sein, denn sonst würde er ihnen ja nichts bringen. Wenn sie eine externe Quelle hätten, die dann sie zurücklassen würden, bräuchten die keinen Pömpel. Keinen externen... Verdammt, das verstehe ich. Der Pömpel würde mich ja fast schon überlegen lassen. Nein.
Ich suche den jetzt und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis gleich. Muss ich da jetzt irgendwas zu sagen? Hallo? Kannst du mal aufhören, ständig nach oben und nach unten zu gehen? Wahrscheinlich soll ich hier gar nicht drauf sein. Oh Gott, nee, da wird mir echt schlecht von. Oh. Alles klar, es ist doch außerhalb. Es ist außerhalb, es ist irgendwo da oben auf dem Dach. Es ist tatsächlich eine externe Quelle. Und natürlich sind die alle noch sauer auf uns und schießen auf uns. Ich wollte die eigentlich jetzt so links liegen lassen. Weil das ist es mir irgendwie nicht wert. Und vielleicht sind die ja wieder friedlich, wenn die weg sind. Irgendwo muss das hier oben auf dem Dach sein. Da oben. Ich muss da irgendwie hoch. Das ist die USS Constitution. Nein, wirklich. Angeblich ist die hier aus Steuergründen geparkt. Ach man, Ticken. Kann ich denn da hoch? Du weißt ja, ich mag Langmütze. Na, natürlich nicht so. Ja, die sind doch ziemlich sauer auf uns. Ich will gar nicht auf die schießen. Deswegen mache ich es auch einfach gar nicht. Komme ich von außen eventuell da hoch? Ich muss doch da irgendwie hochkommen, dieses Gebäude. Das machen wir auf jeden Fall häufiger. Also gewinnen. Ja, ja. Hm. Vielleicht, nee, über die Dächer auch nicht. Und da ist auch nichts. Wir haben doch gerade noch gekämpft, oh nein, oder? Der sitzt das da noch. Wir denen vielleicht mal sagen. Davis, Mensch, hört auf. Ja, lasst es bitte. Nein, tut ihr nicht. Ich denke mir mal, die beruhigen sich auch wieder. Oh, da war die Anspielung von der Weiße Hai. Sehr schön. Ich glaube, ich kann nur von da oben da hoch. Oder von dem Haus aus eventuell. Oh, Mensch. Grüße an Simonovic. The cake is a lie. Nein. Komme ich von hier eventuell da hoch? Man kann da rüberspringen. Können wir die jetzt bitte einfach mal in Ruhe lassen? Ach, wieso komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Wieso komme ich denn jetzt nicht hoch? Von hier aus eventuell. So. Ich wollte heute eigentlich. Oh, das da. Das ist die USS Constitution. Angeblich. Deacon, ich hab doch gar nicht mehr gefragt. Schuss bitte auf. Ich muss da irgendwie drauf. Oder nicht? Da muss es doch einen Weg hochgeben. Mann! Vom Schiff vielleicht? Muss ich vom Schiff direkt drauf springen? Ich versuch's mal eben. Kann ich eventuell das Beiboot nochmal austricksen? Nein! Verdammt! Nein! Nimm mich mit! Ah, dieses blöde Beiboot, ne? Es ist zum Heulen. So, jetzt aber. Und. Okay, ich versuche mal jetzt von da oben drauf zu springen. Es muss doch irgendwie gehen. Irgendwie ist das hier oben, oder? Nicht? Es wurde mir eben von da aus angezeigt. Komm schon. Ach, echt jetzt? Es ist hier oben. Es ist da oben. Ich verstehe das nicht. Ja, wenn sie sich da so schön bekriegen. Es wird mir auch da angezeigt. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Warte mal, hier durchs Fenster kann ich ja auch nicht. Ich muss irgendwie darüber kommen. Ach, hier! Oh Gott! Wie doof! Auch ein kleiner Generator. Da ist das. Hier ist sogar ein Durchgang. Oh Mann. Mr. Navigator,
Wir haben es. Okay. Angeblich ist die hier aus Steuerbord. Wir haben es. Im normalen Bereich. Beginne Countdown. Was? Drei. Oh oh. Zwei. Sie verloren habt, ist gut. Sie stehen direkt vor euch. Mr. Navigator, starten Sie den Abtrieb. Oh Gott. Verfluchte Sparkasse, wir werden hier nicht länger betäubt sein. Dicke bewundert dich. Dicke hat das geliebt. Wow. Im Echt jetzt? Nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh mein Gott. Wow. Die fliegen! Macht's gut! Ja, ja. Oh Gott. Nein! Wir haben es geschafft! Endlich! Der Steuermann meldet, dass wir einen Viertelfaden näher am Atlantik sind. Nach meinen Berechnungen werden wir in gerade einmal einem Jahrhundert den Ozean erreichen. Gute Arbeit! Oh Gott, hängen die jetzt echt da oben am Gebäude fest? Ach, du ahnst es ja nicht. Okay, aber wir haben es geschafft. Die Frage ist, kommen wir da nochmal hin? Das würde mich nochmal interessieren. Und reden die anderen jetzt wieder mit uns? Ich habe keine Ahnung. Okay, das war echt, das hat mir sehr gut gefallen. Das war richtig, richtig schön. Das wäre es jetzt eigentlich nochmal, das auszuprobieren, ob wir nochmal dahin kommen an Bord der Constitution. Und dann reden wir gleich mal mit Deacon. Machen wir es jetzt noch? Ja, wir machen es jetzt noch. Komm, Deacon. Hey! Hey! Na, du Feiner! Entschuldigung, aber ich... War die Constitution nicht dort drüben? Langsam werde ich alt. Ja. Oder du hast Aufmerksamkeitsdefizit. Das kann natürlich auch sein. Hi. Wir sind schon eine Weile unterwegs. Oh ja. Ich würde gerne mal mit dir reden. Ewig lange sind wir unterwegs. Worüber willst du denn reden? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten, aber das mit dir gibt mir das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Es tut gut, wenn jemand auf einen aufpasst. No. Vor allem, weil man nie weiß, wann das Institut zusieht. Beruht auf Gegenseitigkeit, wird nicht rührselig, Unterstützung ist gut, immer solo. Hattest du nie einen Partner? Nicht lang. Ein Partner kann die eigene Position in der Railroad schwächen oder einen beim Institut verpfeifen. Manche im Hauptquartier sind neidisch. Du hast geschlafen und jeder, den du kanntest, ist lange tot. Aber das hat auch was Gutes. Ja. Wenn ein Mensch in der Railroad einen Fehler begeht, sind Freunde und Familie in Gefahr. Dir kann das nicht passieren. Oh, wow. Glückspilz. Hab meinen Sohn verloren, daran habe ich nicht gedacht. Wieso sollten Leute, die ihnen was bedeuten, in Gefahr sein? Wenn die Runner die Türen eintreten, nehmen sie nicht nur die Unterschlupfe der Railroad ins Visier. Auch Freunde und Familienmitglieder hat es schon erwischt. Ob das Institut von Rache oder falschen Informationen getrieben wird, macht für die Hinterbliebenen keinen Unterschied. Mir ist das egal. Ich bin ein Sünd. Zumindest erzählt man mir das. Ich habe also eigentlich nichts zu verlieren. Für Glory, mich und die anderen ist es einfacher, wenn wir uns der Sache widmen. Was, Deacon ist auch ein Sünd? Du bist ein Sünd? Warum hast du mir das noch nicht gesagt? Ich rede nicht gerne darüber. Ich war einer der ersten Sünds, bei denen der komplette Schädel-Reboot durchgeführt wurde. Da wurde leider etwas gepfuscht. Die meisten Sünds haben falsche Erinnerungen. Ein Zuhause, Familie. Ich hab nichts. Und das spielt einem so manchen Streich. Da wir gemeinsam unterwegs sind, möchte ich dir das geben. Mein Rückrufcode. Wenn du etwas über das Institut erfahren möchtest, lies ihn mir vor. What? Was heißt das? Was genau ist der Rückrufcode? Das Sicherheitsnetz der Kopfklempner. Ein Schleudersitz, um dein altes Sünd-Selbst wieder zurückzubringen. Ich weiß nicht genau, aber bestimmt eine Mischung aus Trauma und netten Mädels. Ohne die Mädels. Benutz den Code nur, wenn es nicht anders geht. Er löscht meine Erinnerungen. Ich weiß nicht, wie viel von mir übrig bleibt. Und er gibt ich mir würde das? Mich besser fühlen, wenn du ihn mir nur im Notfall vorliest. Okay. Er gibt mir das? Wie viel vertraut er uns denn? Das ist ja übelst. Ich meine, das ist wow. Alles klar, Deacon. Das vertraut er uns anscheinend sehr.
Okay. Ja, fühle ich mich sehr geehrt, aber es ist auch verdammt viel Verantwortung. Konzentrier dich auf wertvolles Bergungsgut, sonst brichst du dir mit dem Müll noch das Kreuz. Oh Gott, hier bin ich die ganze Zeit dran vorbeigelaufen, ne, an dieser Treppe. Die habe ich nicht gefunden. Wir gucken mal, ob die anderen jetzt wieder mit uns reden. Eventuell gar nicht mehr. Vielleicht schießen sie immer noch auf uns. Vielleicht hat sich aber auch jetzt erledigt, weil die Constitution weg ist. Kann zum Beispiel auch sein. Hier ist gar nichts. Okay. So, Davis liegt hier nicht mehr. Die haben noch ihre Waffen in der Hand. Kann sein, dass sie gleich trotzdem auf uns schießen. Oh ja, Mandy ist immer noch angepieselt. Also ich bin bereit. Ja. Tja, dann. Tut's mir für euch leid. Ich wollte es nicht. Mal wieder. Ich hätte auch darauf verzichten können, aber sie wollte es nicht anders. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Railroad. Ich würde ja echt gern gucken, na, ob wir jetzt noch zur Constitution können. Weil angezeigt wird sie uns da wieder und eigentlich eher wieder als etwas, was wir neu entdecken können. Da war aber auch noch irgendetwas. Vielleicht renne ich da einfach mal eben hin. Mache ich das eben nochmal hier in dieser Folge. Wird so schon lang genug wieder sein. Auch wenn ich sie zusammenschnibbeln muss. Muss ich hier über die Brücke, ne? War ich hier schon? Siedlungsrekrutierungssignal. Oh je. Habe ich irgendwo welche angelassen? Da muss ich, glaube ich, zwischendurch auch nochmal unbedingt wieder zur Siedlung gucken. Dass sie sich da nicht gegenseitig auf die Füße treten. Das ist sogar da drüben. Irish Pride Industries. Oh, okay. Da komme ich auch nicht so mal eben hin. Da muss ich hier einmal rüber. Sind das Rust Devils? Na, im Ernst jetzt. Wahrscheinlich. Uff. Ja, komm, dann entdecken wir die eben meinetwegen noch. Ziehen die jetzt hier über die Brücke? Sieht fast so aus. Das machen wir bei der nächsten Folge. Okay, Deacon, dann. Es sind Rust Devils. Dann wappne dich mal und dann sage ich bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissi.